Hallo und herzlich willkommen zur Videotutorialreihe RPG in the Box. Ich bin Carsten und möchte euch in diesem Video zeigen, wie wir Tiles, also Kacheln, erstellen und damit unsere Welt zu generieren. Zuallererst brauchen wir eine neue Ressource und wählen wieder einen Ressourcentypen aus und nehmen diesmal Tile, also eine Bodenkachel. Wir achten hier darauf, dass wir 16 mal 16 nehmen und eine Höhe von 16, auch als Block. Wir wollen einen Würfel erzeugen und das sollen unsere Kacheln sein, aus denen unsere Welt generiert wird. Wir brauchen noch einen Namen für das Ding und ich möchte ein Feld aus Sand erzeugen, also nenne ich es Sand. Nach dem Bestätigen mit Enter oder OK bekommt ihr eine Pop-up mit der Frage, soll das Feld passable or impassable sein, also passierbar oder nicht passierbar. Das wird späteren Einfluss darauf haben, wie unsere Kachel sich in der Welt verhält. Mit einer passierbaren Kachel wird es generell betretbar sein, sodass ihr drüber laufen könnt, während ein impassable Kachel den Spieler blocken wird. Das sind dann solche Sachen wie Wände, Flüsse oder sonst irgendwas. Sand ist passierbar, also wähle ich passable. Wir befinden uns nun wieder also im Voxel-Editor. Um die Kachel zu erstellen, brauche ich jetzt erstmal einen Farbton, der dafür geeignet ist und ich wähle so etwas gelb. Also, ich mache eine Schicht auf dem Boden, womit ich die Kachel erstelle und dafür sorge, dass ich irgendeine Struktur auf der Karte erzeuge, auf der ich laufen kann. Um noch ein bisschen Vielfalt zu kriegen, werde ich mir den Hexcode nehmen und werde noch ein bisschen Varianzen einstreuen. Das heißt, ich werde mir mein neues Gelb hier unten definieren und möchte zusätzlich einen etwas dunkleren Ton haben und einen etwas helleren Ton. Ich gebe den Wert also ein und kann jetzt hier ein bisschen nachkorrigieren, wie ich ihn haben möchte. Der soll ein bisschen dunkler sein. Hier drüben dafür ein bisschen heller. Und kann damit jetzt so ein bisschen Varianzen erzeugen. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach mein Färbetool und füge hier einzelne Pünktchen ein, die einfach dafür sorgen sollen, dass es ein bisschen ungleichmäßiger aussieht. Ihr könnt das natürlich noch verfeinern, Sandwellen hinzufügen oder sonst irgendwelche Dinge, aber ich möchte es hier nicht übertreiben. Grafik ist nicht mein Steckenpferd. Von daher sollte mir das ausreichen. So, und damit haben wir unsere Kachel erzeugt und können die eigentlich jetzt schon in der Welt platzieren. Wichtig bei der ganzen Sache ist Speichern. Wenn ihr euch die Kacheln angucken wollt, könnt ihr folgende Sachen machen. Nach dem Speichern habt ihr hier oben einen Vorschau-Modus. Klickt ihr da drauf, seht ihr, wie die Kachel in der Welt dann irgendwann aussehen wird. Ich möchte hier auch gleich noch auf die Filter eingehen. Was ihr zusätzlich machen könnt, wenn ihr den Modus beendet, ist Shader drüber setzen über die Meshes. Ihr habt hier die Auswahl, was es direkt ist. Momentan ist die Ansicht Klassik. Ihr habt hier des Weiteren die Variante Marching Cubes. Damit werden Konturen abgeflacht und werden mit, also die Kanten werden angepasst, sodass Ecken abgerundet werden. Wählen wir Marching Cube und speichern, sehen wir hier erstmal noch gar nichts. Aber in der Vorschau wird der Shader dann angewendet und wir sehen, dass unsere Karre jetzt auf einmal abgerundete Kanten hat. Damit erzeugen wir dann auf der Karte eine richtige Kacheloptik. Was ihr davon nehmt, ist je nach eurem Geschmack. Ihr könnt sowas auch mit Charakteren und anderen Dingen machen. Bei Charakteren habt ihr zusätzlich noch die Variante, es als Billboard-Sprite zu nehmen, glaube ich. Das erkläre ich dann später nochmal. Und ihr könnt auch nur einzelne Teile von Objekten mit diesem Shader ausstatten. Dazu müsstet ihr, ich zeige das mal kurz, das auf Klassik gehen, könntet jetzt mit dem Select-Tool bestimmte Bereiche auswählen, die ihr haben wollt. Nehmen wir einfach mal an, wir haben einen festen Rahmen und wollen die Mitte machen. Und wir können jetzt hier über Gruppen arbeiten. Das heißt, wir können jetzt hier unten diese ausgewählten Voxel definieren als neue Gruppe, geben dem einen Namen und können jetzt hier über unsere Gruppe, können wir den Shader anwenden. Wenn wir das jetzt speichern und schauen uns das an, können wir solche Sachen erzeugen. Ihr könnt damit Beete innerhalb einer Grasfläche definieren oder sonstige Sachen. Ihr könnt richtig abgefahrene Sachen machen. Ihr könnt Gruppen definieren, so viele ihr wollt, wo ihr wollt. Und ihr könnt das sowohl für Charaktere als auch Objekte und Teils verwenden. Okay, ich lasse das mal so. Mal gucken, wie das dann in der Welt aussieht. Und damit haben wir unsere Bodenkachel erzeugt und können die Welt generieren. Später werden wir Flüsse einführen, das geht aber jetzt noch zu weit, dann zeige ich euch Transparenzeffekte, aber
Das war's für dieses Video. Im nächsten Video werden wir die Karte erzeugen. Wenn euch das hier gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich würde mich riesig darüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.